6 Uhr morgens im Berliner Kaufhaus des Westens. Die Dekorateure Georg Otten und Manuel Schade haben eine Nachtschicht hinter sich. Alle 4 Wochen bekommt der Lichthof in der Eingangshalle einen neuen Look. Dieses Mal sollen unter der Decke 6 Meter lange Stoffbahnen an einem Stahlrahmen aufgehängt werden. Das geht nur, wenn keine Kunden im Haus sind. Kommt der Rahmen unten schief an, kann er brechen. Mit 5 Motoren und 4 Schlüsseln muss man gucken, dass man das gleichzeitig, weil die nicht gleich gesteuert sind. Aber gut, wir machen das ja zum 10. Mal, von daher klappt das schon. Jeder Motor kann bis zu 250 Kilo tragen. Diesmal ist die Deko leicht. Stoff, allerdings in empfindlichem Weiß. Ja, der Weiß ist sehr schmutzempfindlich. Und wir müssen natürlich aufpassen, hier ist alles sehr staubig. Und bevor wir alle 5 montiert haben, müssen wir natürlich gucken, dass wir keine Stauflecken drin haben. Deswegen tüten wir ihn jetzt ein. Und dann können wir nach und nach nachher hochlassen. Die Stoffbahnen werden zu Säulen gespannt. Sie sind das Herzstück der neuen Dekoration in der 400 Quadratmeter großen Eingangshalle. Bevor die Kunden kommen, muss alles blitzen und glänzen. Uwe Rössel, gelernter Uhrmacher und Verkäufer im Luxusboulevard, wienert seine Glasvitrinen. In der Taschenabteilung im Erdgeschoss entfernt die Auszubildende die letzten Staubkörnchen. Und die Dekorateure Thomas Krug und Roman Walter rollen schnell noch 2 Schaufensterpuppen durchs Haus. Die Kunden sollen später von solchen Arbeiten nicht beim Einkaufen gestört werden. An der Rampe im Innenhof fahren Lkw vor. Ab 4 Uhr morgens trifft hier frische Ware aus aller Welt ein. Das meiste für die berühmte Feinkostetage. Klaus Bernhard, seit 20 Jahren Chef der Obst- und Gemüseabteilung, nimmt an einem Tag bis zu 800 Kilo an. Für mich ca. jetzt so 200 bis 300 Kilo. Erstmal jetzt früh gleich. Auf den Mittag, naja, nachmittags kommt nochmal ein Frankreich-LKW, so ein halber Lastzug nochmal. Auch nochmal 500 Kilo ungefähr. Das muss alles täglich frisch da sein. Deswegen komme ich schon am LKW runter, gucke nach, was da Sache ist, was ich gleich sagen kann, das ist ja oder nein. Stellst hier vorne hinter, ja? Ja, hier reicht mir jetzt schon. Hier wird alles klar. Jeden Morgen packt der Chef persönlich die neue Ware aus. Er kontrolliert jede Frucht einzeln. In Klaus Bernhards Abteilung werden über 300 verschiedene Sorten Obst und Gemüse angeboten. Die Hälfte davon Exoten. Das ist Pitahaya, eine Drachenfrucht. Schmeckt süßlich. Es wird aufgeschnitten, hat ein weißes Fruchtfleisch mit kleinen schwarzen Kernen drin. Ganz aromatisch. Kontrollieren Sie die jetzt? Die von der Festigkeit jetzt nur hier. Und ob irgendwo Schimmelflecken dran sind, normal ist es nicht, sag ich mal. Weil die Ware per Flugzeug ja nach Deutschland rüberkommt, aus Thailand. Auch bei den Clementinen achtet der Chef auf 1A Qualität. Die Ware muss noch fest in der Hand liegen und darf keine faulen Stellen haben, keine Schalenfehler. Sonst sagt der Kunde, nee, danke schön. Mit Recht, sag ich mal. Nur wirklich frische Ware kommt in die Auslage. Der Obst- und Gemüsefachmann geht auf Nummer sicher und macht den Selbstversuch. Die Rambutanen sehen schön aus. Mal sehen, ob sie auch schmecken. Ich muss es probieren, weil es ja leider auch welche gibt, die schon etwas reifer sind und schon bitter schmecken. Hm? Wie viel Obst essen Sie denn so am Tag? Rein probiertechnisch ungefähr 1 Pfund. Weil ja von jedem nur mal ein Stück probiert wird. Man kann nicht die ganze Frucht essen. Das schaffe ich auch nicht. So, dann räumt er langsam auf jetzt hier. Wir machen den Laden gleich auf. Wenn das Kaufhaus des Westens um 10 Uhr morgens seine Pforten öffnet, hat Klaus Bernhard den größten Stress schon hinter sich. Seit 6 Stunden ist er schon auf den Beinen. Zuerst Großmarkt, dann Warenkontrolle. Er ist zufrieden. Die bestellte Ware ist rechtzeitig eingetroffen. Das überreife Obst hat er aussortiert. Jetzt können die Kunden kommen. Europas größtes Kaufhaus hat eine Verkaufsfläche von 60.000 Quadratmetern. Das ist in etwa so viel wie 9 Fußballfelder. 380.000 verschiedene Artikel sind im Angebot. Rund 40.000 Kunden kommen täglich. Im Lichthof arbeiten die Dekorateure weiter an den Feinheiten der neuen Deko. Bis vor 2 Jahren gab es hier noch Sonderangebote. Jetzt setzt man auf Luxus. Was dazu kommt, ist natürlich, dass die Geschichte, die sich hier im Lichthof widerspiegelt, vorne in der Schaufensterfront, in den einzelnen Schaufenstern ja schon vorab geht. Das heißt, wenn der Kunde hier langläuft und sieht in die 10 Schaufenster, dasselbe Motto haben wie die Eingangshalle. Das heißt, man hat eine fortlaufende Geschichte eben halt, die sich hier widerspiegelt und hier quasi auch ihren Höhepunkt findet in der Eingangshalle. 5 Etagen weiter oben. Die Mitarbeiter der Feinschmeckerabteilung bereiten sich auf den Kundenansturm vor.
Georg van Nierlo ist Koch und Hummerspezialist. Jeden Morgen bestückt er die Verkaufsstände für den Tag. Mit 30 halben Hummern aus Maine und mit 50 Langusten aus Kuba. Da darf natürlich nicht zu viel Deko drin sein. Soll ja die Ware an sich alleine drin liegen. Mit Deko ist ja auch ein bisschen gefährlich wegen Bakterien und so eine Sachen. Da soll man ja nicht zu viel ranlegen eigentlich. Soll ja immer quasi das Auge auf das Objekt gerichtet werden. Und ja, wir können ja natürlich jetzt ja zwei Hummer reinlegen. Das sieht dann wunderschön aus. Dann muss aber jedes Mal ein Koch von oben runterrennen, um eine neue zu bringen, wenn eine verkauft wird. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen schlecht. Ein halber gekochter Hummer kostet je nach Saison um die 26 Euro. Zitrone und Petersilie sind im Preis inbegriffen. Im Luxusboulevard im Erdgeschoss trifft Stammkunde Michael Görres ein. Hier haben viele Nobeldesigner eigene Shops und präsentieren sich in edlem Ambiente. Schmuck und Uhren sind bestens verarbeitet und ganz bestimmt keine Massenware. Michael Görres sucht eine klassische Uhr, mechanisch, handgefertigt und aus kleiner Auflage soll sie sein. Verkäufer Uwe Rössel zeigt ihm eine Auswahl. Aber jetzt rund oder eckig ist nicht so. Zeige ich Ihnen als erstes mal zwei Modelle. Das ist also so ein absoluter Klassiker. Ja. Die Reverso ist eine Uhr, die man im Gehäuse drehen kann. Ja. Und so lang wieder verschließen kann. Und Hintergrund wie? Der Geschichte ist im Prinzip vor dem Krieg, dass eine Uhr gebraucht wurde, die sporttauglich ist, gerade fürs Polospielen. Und die ist also gezielt produziert worden oder entwickelt worden, sagen wir mal, für einen Polospieler. Ja, die ist sehr schön. Es ist halt eine schöne Geschichte bei dieser Uhr, dass es fürs Polo konstruiert wurde und dass es sowas hat von Glamour und auch von gestern eigentlich. Viele Kunden sind gut informierte Uhrenliebhaber. Und viele Herren wollen dann direkt wissen, was ist für ein Kaliber, also was ist für ein Uhrwerk in der Uhr drin. Wird alles direkt vor Ort hergestellt? Die Firma, die die Uhren verkauft, stellt die Uhrwerke auch selbst her oder wird sie beliefert? Das sind sehr viele Kunden, die direkt danach fragen. Es wäre gelogen, es nicht zu bekennen, dass es auch ein Statussymbol ist und dass es auf jeden Fall auch ein gewisser Dresscode ist und Menschen, eine bestimmte Art von Menschen auch sofort von den Uhren vielleicht Rückschlüsse zieht. Dieses Modell könnte Michael Görres für 11.100 Euro kaufen. Die meisten der 500 Uhren in der Abteilung bewegen sich in diesem Preisrahmen. Viele Kunden kommen auch mehrmals wieder, bevor sie die Uhr kaufen. Also das ist nicht so ein Geschäft, wo man sagt, die Uhr ist aber schick, packen Sie mir die bitte ein, ich nehme die gleich mit. Statt einer Uhr nimmt auch Michael Görres erstmal nur die Kataloge mit. Das ist ganz normal bei diesen Preisen. Er will noch einmal alles nachlesen und sich weiter informieren, bevor er wiederkommt. Man wird dann auch manchmal ein bisschen getestet, was das Fachwissen angeht. Allerdings wird da dann eben auch ganz gezielt gefragt, macht denn die Sache, wenn man Bescheid weiß, auch wieder ein bisschen leichter. Wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne eine Uhr für mich, habe aber noch keine klaren Vorstellungen, dann muss man halt durchs Gespräch und durch auch zeigen, so ein bisschen abtasten, in welche Richtung entwickelt sich das und was sind so die Vorlieben von demjenigen. Feinste Schweizer Uhrmacherkunst, Sondermodelle in limitierter Auflage. Das Sortiment im KDW ist größer als anderswo. Doch mehr als drei teure Uhren darf Uwe Rössel einem Kunden nicht gleichzeitig zeigen, aus Sicherheitsgründen. 11 Uhr in der 6. Etage. Der 20-Tonner mit Obst und Gemüse aus Frankreich hat sich verspätet. Klaus Bernhard überbrückt die Wartezeit. Er macht aus reifen Ananas Saft für die Getränkebar. Viele Kunden kommen extra wegen der Vitaminbomben in seine Abteilung. Weil das ist unser Renner, Ananassaft. Weil es was Leckeres ist, was Frisches ist. Und den richtigen vollen Aroma drin hat. Und da brauchen wir am Tag schon mal so einen Wagen. Mindestens 12 verschiedene Säfte hat Klaus Bernhard täglich im Angebot. Viele Kunden fragen mittlerweile ganz gezielt nach Saft von exotischen Früchten, die sie von Reisen in ferne Länder kennen. Ausschlaggebend für den Verkauf in der Obst- und Gemüseabteilung ist die optimale Präsentation. Anordnen tue ich es nach Möglichkeit nach Form und Farbe. Vor allem Farbe spielt eine Rolle. Wenn ich als Verbraucher komme und alles nur grün sehe, sage ich mir, das ist alles das Gleiche. Sehe ich jetzt so wie jetzt hier, rot, blau, braun, habe ich ein anderes Farbenspiel, macht Appetit drauf, weil die Ware von selber muss auch ansprechen. Ich sage mir, was ich selber schön finde, kaufe ich auch. Ich muss davon ausgehen, was ich selber schön finde. Deswegen nehme ich auch solche Ware raus, die jetzt hier leichte Schalenfehler hat.
möchte ich als Verbraucher nicht gerade eine Obstschale haben. Es gibt auch Sachen, wo ich mich auch total verschätze, bin ich ganz ehrlich. Wo man jetzt sagt, es müsste eigentlich der Artikel sein, den ich jetzt verkaufen kann und der auch in der Saison liegt, aber dann ist das Kundenverhalten total anders. Dann müssen wir sehen, dass wir es über den Preis machen können, beziehungsweise wir geben es ja runter in die Kantine, dass die Kollegen das unten für die Mitarbeiter irgendwie verarbeiten. Bei der letzten Fehlkalkulation freuten sich die Mitarbeiter in der Kantine über eine zu große Bestellung Melonen. Ich probiere es ja nun jeden Morgen schon auf dem großen Markt. Und dadurch ist mein Vitaminbedarf schon so gedeckt, sage ich ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen. Es macht Spaß zu verkaufen, es ist eine lebende Ware, macht eine schöne Ware. Ich möchte nichts anderes machen, bin ich ganz ehrlich. Aber irgendwo mit der Zeit selber essen muss nicht sein. Weiter unten in der ersten Etage arbeitet Verkäuferin Fanny Kilian. Hier gibt es alles für den Mann. 7000 Quadratmeter Herrenmode. Die Auswahl ist riesig, allein über 5000 verschiedene Krawatten. So richtig sagt mir das alles noch nicht zu. Nee, weil das noch jetzt schon alte sind. Die neuen, die sind schon ein bisschen dunkler in den Farben. Nehmen wir an, die werden ja die Ladenhüter auch loswerden müssen. Fanny Kilian schätzt ihre Kunden. Im Verkauf sind Männer einfacher. Ich persönlich bediene Herren lieber als Frauen, weil Frauen dann doch eher ein bisschen komplizierter sind. 8.000 bis 10.000 verschiedene Hemden gibt es im mittleren Preissegment. Doch das Angebot hängt auch von der aktuellen Mode ab. Gibt es da irgendwelche Gründe, dass es das nicht in anderen Farben gibt? Außer, ja, dass ich vielleicht an der Mode etwas vorbei einkaufe im Moment? Ja, wir haben, wie gesagt, ganz, ganz wenig Nachfrage nach Button-Down-Hemden und dadurch jetzt nur den Standard in Weiß und Blau. Also ich habe das gelegentlich schon mal versucht, Verkäuferinnen irgendwie zur Weißblut zu bringen. Das ist mir noch nie gelungen. Die sind sehr gut trainiert und gehen sehr gut auf die Kunden ein. Das gefällt mir hier. Nach dem Beratungsgespräch beim Uhrenfachmann schaut sich Stammkunde Michael Görres auch in der Herrenmodeabteilung um. 38. Er sucht ein ganz bestimmtes Hemd und die dazu passende Krawatte. So, das wäre jetzt etwas modischer vom Farbton und auch vom Körperschnitt. Etwas eng anliegender. Ja, ich hab's halt ganz gern, wenn die tailliert sind. Ganz genau. Das wäre dann diese Variante auch wieder mit einer Umschlagmanschette. Ja. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu fancy. Haben Sie vielleicht doch mehr noch so eins, so was so businessmäßig also mit Streifen? Mit Streifen. Ja. Aber auch die Umschlagmanschette ist ganz wichtig. Gerne. Ja, gerne. Oder so ein Doppelknopf. Jo. Doch Michael Görres kann sich jetzt noch nicht entscheiden. Der nächste Kunde.